Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir wollten eigentlich hier uns ein ganzes Schattenstahl-Set. Dankeschön. Schattenstahl-Set machen, also Wegestreu-Set. Aber ich glaube, das Erz zu kaufen wäre ein bisschen schwieriger, also wenn wir das irgendwie zerkleinern in die Barren. Daher würde ich jetzt erstmal irgendwo hingehen, wo wir regelmäßig an so Schattenstahl kommen. Irgendwie. Also vielleicht wieder in die Richtung, in die Pulverwüste. Da gab es ja öfters mal Gegner mit Schattenstahl. Mit wegestreuen Sachen. Vielleicht finden wir da noch den einen oder anderen. Nehmen die Schattenstahl-Sachen mit. Und zersetzen die dann zu Barren. Dass wir dann, sobald wir auch die Fertigkeiten dafür haben. Schreitet wohl! Schreitet wohl! Sobald wir auch die Handwerksfertigkeiten dafür haben, dass wir das Set zusammensetzen können. Ich bin irgendwie falsch gelaufen, merke ich gerade. Und so wie ich das Gefühl habe, von den Fertigkeiten, die gibt es auch, soll dann das Dings hier besser sein? Die Eterna-Sachen? So, Richtung Hafen. Unterstadt. Hafen war hier, oder? Ich glaube, das führt zum Hafen. Dann gehen wir in Richtung Pulverwüste und holen uns ein bisschen was an Ebenerz. Schattenstahl, Entschuldigung. Für mich ist das eigentlich immer noch Ebenerz. Ich finde es auch immer noch krass, dass da eigentlich jemand an der Statue hängt. Am Finger. Welchen Grund auch immer das gehabt hat. Wohl, warte mal. Ist eigentlich das hier wieder... Ich würde das hier dann mal wegmachen. Madame. Monsieur. Wie die hier einen ansprechen, da feiere ich immer noch. Mal gucken, wie sehr wir jetzt an Schattenstahl rankommen. Also irgendwas, wegestreuen Sachen. Doof, dass wir jetzt einen Helm verkauft haben. Wegestreuen Helm. Das wäre mir jetzt aber zu teuer, das wieder zurückzukaufen. Frag mich auch, wie sehr die Banditen hier jetzt auch und Straßenräuber eigentlich wieder gespawnt sind. Oder ob dessen Sachen da immer noch rumliegen, die wir nicht eingesammelt haben. So, Silberhain, Pulverwüste, Dünenhain. Ich hoffe wirklich, wir finden noch ein paar mit Schattenstahl. Dass da ein paar wieder gerespawnt sind.
So, und jetzt ändert sich die Musik. Vielleicht auch einfach ein paar von diesen Dungeons hier erkunden. Vielleicht finden wir da auch noch was. Punkte werden wir auf jeden Fall sammeln. Was macht hier so eine Mühlratte? Bevor wir da hingehen. Stimmt, das waren ja drei Stück hier. Das werden wir nicht überleben. Bitte nicht, nein! Kippen wir jetzt um? Oder dann kommen wir. Der ist doch zu nah. Ich hoffe, der hat uns jetzt verloren. Okay, der hat uns verloren. Jetzt ganz schnell was essen. Eine Brezel. Keine Ahnung, wie weit er jetzt noch weg von uns ist. Aber der hat uns sehr lange gefolgt. Da ist er schon. Der ist aber auch flott unterwegs. Hier geblieben. So, Leersalze. Die brauchen wir jetzt. Vielleicht noch mal kurz speichern. Natürlich, der muss jetzt auch noch kommen. So, und hier müsste noch einer sein. Da. Yo. Das ist ja keine gute Idee hier. So, genau. So darf er hier sein. So, die Leersalze nehmen wir mit. Wo ist eigentlich dein Kollege, den ich vorhin getötet hat? Hier. Da ist die Truhe. Sternlingshelm. Unsichtbarkeitstrank. Genesungstrank. Und. Oh!
Und Wegestrollstiefel. Jetzt muss ich ganz schnell hier weg. Nein! 21, Mist. Okay, warte mal. Erst einmal Ambrosia. Und hier? Muss ich jetzt einmal ganz kurz gucken. Wegestreue. Gibt minus 1 an Rüstung. Aber wenn wir die Sachen selber reparieren. Ich meine selber schmieden. Wo es hätte gefallen, gibt ja auch viele Rüstung. Wenn wir die einschmelzen, dann selber schmieden. Haben wir dann... Hätten wir dann bessere Rüstung, oder? Da sind wieder Leute. Die haben mich von 1000 Kilometern weit gesehen, aber... Was ist das für ein Schwert? So. Silberschwert, okay. Ihr habt Wegestreuenpfeile. So, Wegestreuenpfeile. Nach Seelengrund gehe ich mal da rein. Vielleicht gibt es da noch mehr Wegestreuenzeugs. Wer schießt da? Was? Okay. Neue Art von Sport. Verloren. Wer bist du? Ich gehe auf Lebensenergie. So, Ektoplasma. Hat alles aus Runen. Alter Runenpfeil. Noch ein Runenpfeil. Noch ein Runenpfeil. Was war mit dem? Oder mit ihr? Das waren krass rot leuchtende Augen. Da ist ein Ahnengeist. Fürs der Verlorenen, was? Alter, was?
Versuch mal vielleicht nur einen anzulocken. Soll nur der Ahnengeist erstmal kommen. Ja, komm her. Komm hier. Nein, nein. Gehen hier lieber langsam wieder raus. Ich glaube, gegen den kommen wir nicht an. Fürst der Verlorenen. Das war heftig. Der haut uns in 2 bis 3 Schlägen einfach kaputt. Gehen wir mal vielleicht erstmal in die Richtung. Schauen wir, ob wir vielleicht irgendwo anders was finden, was wir bekämpfen können. Hier sind so viele von diesen blauen Steinen, ey. Okay, die haben nichts. Alte Sternlingsgrabstätte entdeckt. Sternlingsgrabstätte. Ich glaube, da gibt es auch eher mehr was an Sternlingszeug. Komm, wir nehmen mal ein unvergleichliches Stück Brot. Und gehen dann da rein. Quarz und Dietrich. Die nehmen wir mit. Straßenbieb. Ein Eisenhelm. Okay, Spinnen gibt's hier auch. Sandspinne. Und eine Wüstenspinne. Warum sind das jetzt auf einmal so viele? Ausweichen geht hier schwer. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht die Mama aller Spinnen. Hier die Brutmutter. Assassinenkapuze. So, was? Okay, da kommen noch mehr. Einfach mal in so ein riesen Spinnennest reingegangen. Und eine Sternlingsspinne.
Handwerkskunstexperte, nice. Wo ist das andere Buch? Hier waren doch zwei. Da. Und Lichtmagie-Experte. Die eigentlich was? Nur Spinnen? Auch nichts. Was ist mit ihm passiert? Warum ist er aufgespießt? Geselle, da kriegen wir auf. Irgendwie. So, Glühstaub. Granatstein, das nehmen wir mit, können wir verkaufen. Das nehmen wir mit, können wir verkaufen. Mana-Salz, Mana-Trank, Mondsteinerz, Silberstreitaxt. Wegestrollenschwert, nice. Und Wegestrollenhelm, perfekt. Set des Aschekriegers, Clown des Aschekriegers. Terner Schlagakt, nehmen wir mit, können wir verkaufen. Ist das eine gute Idee, was ich hier mache? Ich habe nicht so das Gefühl. Speicher vielleicht einmal. Mist, jetzt hänge ich hier fest. Ich hänge hier fest. Nein. Aber wir müssen da runter. Gibt's da unten irgendwas? Eine Truhe, ja. Ausdauerflusstrank, Genesungstrank, Kammer. Kommen wir da jetzt? Pulverwüste. Okay, da ist eine Hand runtergefallen. Hier sind wir wieder rausgekommen. Okay. Wir haben schon mal ein paar Sachen aus Schattenstahl jetzt gefunden. Vielleicht finde ich noch mehr.
Ach so, es ist das Feuer. Ich dachte, hier krabbelt lieber. So, ich gehe mal in diese Richtung. Und dann hier mal rein. Vielleicht finden wir da auch noch. Alt Aschkaman. Vielleicht finden wir hier auch noch Schattenstahl. Oh nein. Okay, das wäre jetzt übel. So, der erste ist tot. Jetzt haut er ab. Komm her. Alter. Das war aber knapp. Wir gönnen uns mal eine Brezel und speichern nochmal. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir hier jetzt zwei Knochenreißer in die Arme laufen. Ich glaube, der hat uns gesehen. Was sind das denn jetzt für Verlorene? Mit so knallrot leuchtenden Augen. Erstmal knacken. So, Eterna Kriegshammer, Sternlingshandschuhe, Wegestreuen Streitkolben, nehme ich mal mit. Nochmal Wolfblut. Hat der irgendwas? Außer Runenpfeile. So, hat nur einen Runenstreitkolben. Oh, automatisch gespeichert. Okay, nice. Lehrling. Eieiei, überleben.
glaube, es ist keine gute Idee, da einfach blind links reinzurennen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit? Abzuhauen, so? Oder von der Entfernung vielleicht zu erledigen? Vielleicht zuerst den Armgeist? Geist erstmal weg ist, haben wir da ein leichteres Spiel. Vulkangeister heilen sich auch, oder? Super, dass die aber nicht bis hierhin laufen, um mich zu entdecken. Die heilen sich leicht, ja. Da hat sich ein bisschen Leben regeneriert. So, wo ist der Angeist jetzt wieder? Dass sie nicht auf die Idee kommen, hier weiter zu gucken. So, er ist nicht derjenige, den ich suche, da hinten. Solange die uns noch nicht entdeckt haben, können wir einfach straight durch, also alle abschießen. Beziehungsweise den Ahnengeist. Den Ahnengeist will ich loswerden. Verborgener Angriff mit anderthalbfachem Schaden. So. Jetzt können wir sie alle fertig machen. Nehmen wir mit. Der hat nichts Besonderes. Hier, alter Ruhmpfeil. Noch mehr Ruhmpfeile. Da ist ein Seelenstein. Komme ich an den ran, ohne
vielleicht auch noch sowas in der Richtung. Vielleicht einmal kurz speichern. Und was futtern wieder mal. Wir gönnen uns jetzt mal einen Dattelkuchen. Mist. Hat uns direkt gesehen. Ich wollte mich hier von hinten anschleichen. Kommen wir jetzt hier hin, oder? Ich will jetzt nicht alle auf mich hetzen. Kommst du näher? Der kommt näher, okay. Autsch, jetzt hat er mich erwischt. Der hat noch keine rot leuchtenden Augen. Bei ihm sind das noch blau leuchtende Augen. Wann leuchten die rot? Jetzt will ich wissen, gibt es hier auch einen Ahnengeist? Okay, hier kommen Dämpfe. Jetzt brauche ich wieder ein Boot, ja, oder was? Na, ihr beiden? Das sind auf einmal vier. Mist. Jo, tschüss. Die finde ich aber gerade richtig geil. So, da dürfen wir uns jetzt nicht mehr finden. Oder hier hochkommen. So, wie nah ist er jetzt hier oben? Wenigstens haben wir den Starken jetzt schon mal besiegt von denen. Da ist der Beschworene. Ich hoffe, der findet uns nicht. Oder erkennt, merkt... Hol, warte mal.
Den haben wir schon mal. Vielleicht einmal kurz speichern. Dann sind da jetzt nur noch die beiden Bogenschützen, ne? Gefällt mir gar nicht, dass er gerade am blauen Stein war. So, die Runenpfeile nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Der hat nun... Okay, wo sind wir? Was müssen wir hier machen? Dadurch geht es ja nicht. Muss man hier tauchen? Gibt es irgendwie... Wegestreuen Harnisch. Zauberbukettenblitz. Lautlos. Unsichtbarkeitstrank und Unduses... Warte mal. Der Wegestreuen. Links, der gibt nochmal plus 10. Okay. Nehmen wir das. Jetzt fehlen nur noch die Handschuhe und das Schild. Und vielleicht einen wegestreuen Umhang. So. Wegestreuen Pfeile. Warte, der Genesungstrank. Mehr ist hier nicht, oder? Nur diese eine Truhe, die wir nicht knacken können. Hier geht es ja auch nicht weiter. Da geht es aber weiter. Das wollte ich. Cool gemacht auf jeden Fall. Oh nein. Mal kurz gucken, wie viele gibt es denn von denen? Nur der eine? Ach, der kommt hier nicht hoch, oder wie? Doch. Der kommt hier nicht hoch. Was? Der ist ja alleine. So, den Wegestreuen-Fall will ich wieder haben. Die will ich auch wieder haben. Ist das Wasser irgendwas? Nö. Sterlingspfeile ist ein markloser Smaragd.
Rund um Erz. Alt-Ashkaman-Thronsaal. Ich weiß nicht, will ich gegen den kämpfen? Endmar Dunkelhand. Noch eine Dunkelhand. Set des Fährtenlesers, Geschick des Fährtenlesers, Ambrosia. Stab des Arkanenballs. Der ist leer. Set des Skarak-Handschuhe? Die Drachenknochen. Des Aschekriegers? Panzer des Aschekriegers? Set des Tribunals? Richtende Hand des Tribunals? Eterner Bogen des Flammenzorns? Rüstung von Alt-Ashkaman? Wegestreuen Schlachtaxt? Noch mehr wegestreuen Zeugs. Vielleicht einmal kurz speichern. Speichern immer wichtig. Alt-Ashkaman. Ach, hier kommen wir wieder. Nee, nicht den Weg, den Weg. Ich glaube, das müsste fürs Erste reichen, oder? Wenn wir jetzt zurück nach Ark gehen. Vor allem, warte mal. Hier, Set der Gefallenen, Echo der Gefallenen haben wir. Set des Karaks, Karakhandschuhe. Gibt nochmal plus 12. Das sind die Drachenknochenhandschuhe. Set des Aschekriegers. So viel wegestreuen Zeugs jetzt mittlerweile. Warten, bis Erzmagister Merail die Dokumente vorbereitet hat. Müsste doch eigentlich mittlerweile so weit sein, oder? Dünhain, Silberhain. Nicht ein Schild sein, das hier in die Richtung zeigt, um in Richtung Ark zu kommen. Ja, da ist das Schild Richtung Ark. Die Richtung.
Da fliegt was. Was fliegt da? Warum fliegt das da? Das sind Runendinger, okay. Wo kommst du denn her? Okay, keiner ist mehr in der Nähe von denen. So, die Pfeile nehme ich mit. Ich glaube, die alten Runenpfeile sind das, was ich am meisten hier habe. So, wir müssen in die Richtung, um wieder zurück nach Haag zu kommen. Ich hoffe, das wird ausreichen für eine Sache, was wir da haben. Ich meine, haben wir jetzt ein bisschen mehr was an Schattenstahl-Sachen. Ich finde, sieht aber auch echt cool aus. Die Ebenerz-Rüstung. So, jetzt sind wir aus der Wüste raus. Ich wollte schon sagen, warum geht meine Ausdauer so langsam? Ihr seht das nicht einmal, fällt mir jetzt gerade auf. Meine Cam ist die ganze Zeit im Weg. Tut mir echt leid dafür. Ich muss mal vielleicht eine bessere Position für die Cam finden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mal eine hatte. So, aber jetzt gehen wir mal zur Schmelze, schmelzen ein bisschen was ein und hoffen, dass es dann genug Schattenstahl gibt. Naja. Fremdländer. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Ich feiere das eigentlich immer, wie die hier alle mal am Räuspern sind, husten. Finde ich auf jeden Fall deutlich geiler gemacht als in Skyrim selber. Zueinander affin sind, erfahrt ihr entweder. Ja, gut. Schreitet wohl. Schreitet wohl.
haben aber auch coole Namen, muss man ehrlich sagen. Falschschlag und so. Madame. Bisher. Schreitet wohl. Schreitet auch ihr wohl. So, ich muss mal an den Gegenstände zerlegen. Bereite zerlegen vor. So, ja. Aus zwei Stück kriegen wir aus einer Wegestrollen Schlachtaxt. Scharfe Holzwerk, scharfe Spitzhacke. Assassinenkapuze, Assassinane, Eterner Schlachtaxt, Chorschwert, Sternlingshelm. Bereitet zu legen vor, kann ich noch. Leuchtender Thorium. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Jetzt, ich kann die anderen Sachen nicht einschmelzen. Wie viel habe ich jetzt an Schattenstahl? 3 Barren. So, Werkbank. Weges. Achso, Rüstung. Wenn ich den jetzt auswähle, wäre das veredelt. Zwei Leuchtnatoriumbahnen bräuchte ich dafür, okay. Schattenstallbahnen, Z des Aschekriegers. Hier Lederhaus, Z des Tribunals. Richtende Hand des Tribunals. Set von Zellner bräuchte ich Stahlbahn. Warte mal, brauche ich nicht dafür eine Schmiede? Das machen wir eben noch. Hm. Da ist der Amboss. Okay, ich kann nur die Sterlingshandschuhe machen, weil mein Skill noch nicht so weit ist. Aber apropos, wir haben ja noch so ein Buch. Kettenblitz Rang 3. Hier. Psionischer. Sienta Sinistras, psionischer Splitter Stufe 2. Müsst erst die niedrigere Ränge. Die ja, super, okay. Arbeit. Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke, alles für den Freund der Wegestreuen. Okay, soll ich dann einfach meine Rüstung, die ich habe, einfach verbessern? Das Wegestreu-Zeug? Einfach so, hier an der Werkbank. Wir haben 3 Barren. Machen wir einen Helm. Den und den. Haben wir auch das Richtige an? Von den Wegestreuen, edel? Wir haben das Edle an, okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ihr seid nicht von hier.